Hallo, ihr Lieben. Wir machen direkt weiter. Wir holen uns da oben noch die blaue Energiezelle und da unten die Fähigkeitenzelle. Der rollt hier parallel zu uns. Das ist mir egal. So, den ignoriere ich jetzt. Tschüss. Nein, nein, nein. Achso, das ist so eine Kugel. Ich dachte, das wäre schon wieder so ein Laserding. Ja, das ist ja kein Hindernis für uns hier. Aua. Was zur Hölle tue ich da? Ich finde das sehr lustig, dass wir schon mal am Anfang des Spiels hier waren. Da kam ja gar nicht weiter. Nein, 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 nein. Gib mir eine Kugel. Also, nicht gib mir die Kugel. Ja. So wie ich manche spiele, denkt sich Uwe wahrscheinlich auch, gib ihm die Kugel. Jetzt müsst ihr aber da hinkommen, oder? Locker. Locker flocke ich hier hoch zu dem Baum. Und irgendwie ist hier rechts noch ein Weg. Mit unseren. Nein! Boah, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das war einfach ein Glück, dass er uns nicht erwischt hat. Und das müsste die vorletzte Energiezelle gewesen sein, ja. 14, 15 und einen Rosenkohl noch. Dann haben wir da schon mal 100% von eingesammelt. So, der Laser kannte mich mal. Nein! Warum muss ich ihn noch provozieren? Da war die Klappe größer. Tschüss. Ach, da unten ist die. Aua. Ah. Energiezelle. Aua. Aua. Den nehme ich mit. Und jetzt kann man mit dem Supersprung, glaube ich, da rein, ne? Ja. Ein Träumchen. Was nehmen wir denn? Rot oder blau oder türkis? Ultrastreuflamme. Erhöht den Schaden der Geisterflamme noch mehr und ermöglicht es dir, vier Ziele auf einmal zu treffen. Das ist für den Kampf halt nicht verkehrt. Und verringert den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Ich denke, ich werde den Schaden nehmen. Also, den Schaden, der verringert wird. Den Schaden haben wir ja schon. Errungenschaft freigeschaltet, Seelenmeister. Ja, guck einer an. Orion ist die Seelenmeister. Ich hoffe, wir kriegen die anderen drei auch noch voll. Jetzt muss ich wirklich nochmal zurück und diese kleinen Mini-Zellen noch mitnehmen, die da rumliegen. Wir vergessen haben unterwegs. Finsternis führte sie an diesen verlassenen Ort. Komm ich da hin? Ja. An den Toren des Horobergs wurde eine schwierige Entscheidung getroffen. Wir fügen den Sonnenstein ein und es wird womöglich, man munkelt, viel Feuer und Lava auf uns warten. Nibels Quelle der Wärme, all ihr Glanz ist verbrannt. Ori, wenn wir diesen Ort betreten, kehren wir vielleicht nie mehr zurück. Ich glaube auch, aber das riskieren wir. Wir müssen es tun für den Baum, für den Wald, für alles Leben, was hier ist. Jo, das sieht schön aus. Das sieht ja einladend aus. Das Element der Wärme ist nahe, doch der Berg, so habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen, haben so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Habe ich nicht vor, kein Problem. Wir geben nicht auf. Tut das hier weh? Ist das hier Feuer? Ah, okay, man kann ganz kurz da drauf. Und dann fängt es an zu brennen. Ich meine, das muss man ja auch erstmal testen. Ne? Okay, es geht anscheinend hier nur hoch. Und ich vermute, dass wir auch alle Fähigkeiten einsetzen müssen, die wir gelernt haben. Ist ja quasi hier das Ende jetzt. Der Endspurt. Ach. Oh. Okay, ich sollte mehr auf die Umgebung achten hier. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Oh, ich sag's noch. Der Boden ist Lava, der Boden ist Lava. Was ist denn da oben? Kann ich da drauf springen? Ach, ich kann's kaputt machen. Oh. Okay. Instabiler Boden, ja. Dann hätte ich jetzt gerne mal einen stabilen Boden. Danke. Für die Kugel.
Nein, der Boden ist... Oh, warum ist denn hier alles heiß? Alles heiß und kein stabiler Boden. Das ist ja ein Traum hier. Hier rechts und links ist über Lava und da unten ist... ja, gut. Das ist ein Fähigkeitenpunkt. Aber ich denke, da müssen wir noch warten, bis wir hier irgendwas wieder gemacht haben. Wo muss ich denn hin? Gut, im Zweifelsfall immer nach oben, ne? Noch weiter hoch. Noch weiter hoch. Ist wieder instabiler Boden, ne? Ja. Ist das... Ach, das ist... Das ist Lava, ja, da kommen wir nicht durch. Nee. Und da links? Was ist denn da links? Bin ich doch mal neugierig. Einmal kurz gucken. Ha! Das ist kein instabiler Boden. Okay, da oben kommen wir dann mit dem Supersprung hin. Yep. Und da auch noch. Yep. Böser Laser. Böser Laser auf 3 Uhr. Nee, das ist kein Laser. Den nehme ich doch gerne mit. Den nehme ich auch gerne mit. Den nehme ich auch gerne mit. Da ist aber irgendwas. Das können wir auch noch mitnehmen. Kartensteinfragment haben wir natürlich noch nicht. Der gerade ist hier. 10% des Horoberg schon quasi erkundet. Komm, schießen einmal für mich. Ja. Gespeichert. Ich versuche mal eben zu schauen, was da links ist. Aber ich vermute, dass da wieder der Lava-Fluss ist. Oder Lava-Fall. Achso, kann ich betreten direkt weiter. Dann gucke ich, was rechts noch ist. Wir sind ja sehr neugierig, ne? Hopp. Der Boden ist heiß. Hier irgendwas? Nein. Ja gut, gehen wir jetzt rechts oder links rein. Dann gehen wir erstmal hier rechts rein, wenn wir schon mal hier sind. Während sie im Flammenmeer des Horobergs um ihr Leben kämpften. Oh nein. Oh, was tust du? Warum versteckt ihr euch nicht? Hey. Geht in Sicherheit. Aber mit denen am Ende was passiert, ne? Bin ich vielleicht wirklich traurig? Oder geknickt? Wünschte Naru sich einzig und allein, ihr Kind wiederzusehen. Naru heißt unser Freund. Ist das quasi Mutter? Vater? Mutter? Die Naru? Da oben scheint nichts zu sein. Nichts von Bedeutung. Aua. Ist das so gewollt? Hm. Irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Entschuldigung. Das war ein Ausdruck des Erstaunens. Ach, das sieht ja schön aus hier, sehr gemütlich. Okay, was haben wir da? Uri, diese Felsen scheinen instabil genug zu sein. Durch mein Licht können wir sie vielleicht nutzen, um die Lava aufzuhalten. Ja, bitte. Tu es. Gerne. Vielleicht sollte man aufpassen, dass die Lava nicht zu uns hochspritzt. Aber Uri ist da ja sehr tapfer. Okay, Nummer 1 haben wir schon mal geschafft. Müssen wir wahrscheinlich wieder jetzt nach links rüber. Ja.
kommt unser Aufzug. Nein. Einmal nach oben, dritter Stock bitte. Danke. Das war ziemlich blöd von mir. Warum habe ich das so gemacht? So, jetzt aber. Einmal nach oben. Nein. Warum klappt es denn gerade beim ersten Mal und schon klappt es wieder nicht? So, jetzt aber. So. Hoch mit dir. Hoch. Speichern. Und wieder zurück und die andere Seite nehmen wir auch noch mit. Welche Rolle hat der denn da oben? Ist der einfach nur, um uns zu ärgern oder? Aua. Aua. Oder brauchen wir den? Für irgendwas. Schnell rein hier. So, dann nehmen wir jetzt mal hier Teil 2 auf der linken Seite. Was passiert denn hier? Da sind Laser. Okay, da komme ich garantiert nicht durch. Komm hier hin. Das wackelt, aber fällt nicht. Okay, hier hoch. Hier links, da ist schon mal ein Hebel, den können wir nehmen. Die Plattform getauscht. Okay, das heißt, wir müssen einen anderen Weg gehen. Jetzt wahrscheinlich wieder runter. Das geht aber so gar nicht. Warte mal. Ich den jetzt zurück mache. Ach so, auf dem anderen ist oben ein Hebel. Ja, also so hin. Dann den Hebel umlegen und drauf springen. Ja, ja, ja. Das scheint zu klappen. Ach nein. Okay, ich glaube, ich sehe schon, was wir machen müssen. Ich muss das mal genau angucken. Ich denke, das hat sehr viel mit Timing jetzt zu tun. Den umdrehen. Und während ich auf dieser Plattform bin, ja, muss ich den, den Supersprung machen. Geht das nicht so? Wie viel Zeit habe ich denn so? Dann müsste ich in dem Moment da drauf springen. Oder? Oder sehe ich da was falsch? Warte mal. Nee, das geht so nicht. Ich dachte, das würde so klappen. Ich kann es jetzt nochmal von der rechten Seite versuchen. Nein. Ist das Rätsel viel einfacher? Warte mal. So, nochmal. Ich fahre jetzt mit dem Ding rüber. Hier oben gibt's. Wieso steht's ja auch am Anfang? Nein, 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 nein. Ich muss das. Ich muss das mitnehmen. So, jetzt steht das ja auf der anderen Seite. So weit, so gut. Ich habe aber keine Möglichkeit, nach rechts zu kommen. Oder? Nee, das ist der Lava. Man kann es ein bisschen kippen. Hilft mir das? Wenn ich das ein wenig kippe? Ich guck nochmal. In dem Moment springe. Jetzt. Oder jetzt rüber springen. Such nochmal, aber ich weiß nicht, ob das der eigentliche Sinn ist. Oh.
Doch, das... Ah, das hat doch gerade fast geklappt, oder? Ah, bisschen zu lange gewartet. Na komm, spring rein. Ho! Okay. Okay, aua. Boah, das hat jetzt aber auch ein bisschen gedauert. Aber es klappt anscheinend so, nur mit dem richtigen Timing. Ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Weg war, aber so hat es auch geklappt. Spiel gespeichert. Sehr gut. Und rüberfahren. Tschüss. Ach, jetzt der Lavafluss hier, ne? Vorbei. Das heißt, wir können hier runter. Habe ich unterwegs ein Fragment aufgehoben eigentlich? Sieht nicht so aus, oder? Nein. Hier ist auch die Lava jetzt weg. Ach, das ist noch eine Höhle. Ja, komm, die nehmen wir auch noch mit. Gucken, wie das Rätsel da auf uns wartet. Die Seelenverbindung wird immer noch aufgeladen. Jetzt. Okay, da kann man definitiv nicht lang. Level up. Da komme ich nicht rein. Oder doch? Nein. Nein. Ist auch ziemlich blöd gewesen. Angst? Ich duck mich mal lieber. Ducken. Huri. Mach dich klein. Ich meine, du bist ja auch schon klein. Verstopft. Perfekt. Endlich mal ein Spiel, wo man den Abfluss hier verstopfen darf. Okay, das heißt, jetzt ist da der Weg frei. Und ich kann hier durchgehen. Ach, hier war nur süß. Achso. Toll, ich dachte, hier wäre voll das Spektakuläre hinter. Megasprung, Supersprung. Und nochmal. Speicherpunkt mitnehmen und betreten. Und auf der rechten Seite wahrscheinlich das gleiche Spiel auch nochmal. Ja, da das gleiche Spiel nochmal. Was muss ich denn hier tun? Ah. Gegner kaputt machen. Diese lila Dinger ist immer, ne, wenn man einen Gegner zerstören muss. Jetzt muss ich mal clever überlegen. Wenn ich den ersten hier kaputt mache, komme ich nicht weiter. Das heißt, ich muss hinten anfangen. Oder muss die überhaupt hier kaputt machen? Hoch. Ja, jetzt muss ich einen nach dem anderen kaputt machen. Natürlich mit dem letzten anfangen. Ja, alles andere wäre ein bisschen unlogisch gewesen. Drei haben wir schon mal.
Nein, 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 nein. Hoch und den Monden mitnehmen. Komm, schieß. Was? Das zählt ja nicht als getroffen. Ja. Sehr nice. Stammt meine Dinger an den Boden. Zack. Und verstopfen auch hier den Lavafluss. Juhu. Alles klar, wir haben jetzt so viel geschafft schon in dem Horeberg. Horeberg Teil 2 folgt dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, tschüss.